Zuro. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir wieder mal eine Tierlist machen, und zwar die Zuro Training Player Tierlist. Und Mnerdik hat mich schon hier gezwungen, eine Liste zu machen. Er hat mich hier so eine Seite geschickt. Hier sind jetzt nicht alle dabei, aber es gibt jetzt nicht, wo mehr drauf sind, deswegen habe ich einfach genommen. Die werde ich jetzt bearbeiten. Und ihr seht ja hier schon die ersten zwei Zeilen. Das sind so die ganzen Leute, die ich so grob einschätzen kann. Aber ab hier unten wird es dann schwierig, weil es gibt ja über 150 Leute, die jedes Mal mitspielen. Es sind immer andere dabei auch. Und deswegen kann ich nicht alle wirklich einzeln sagen. Deswegen, wenn ich was Falsches irgendwie irgendwo ansetze, dann muss es nicht hundertprozentig so stimmen. Das ist eh oberflächlich, diese ganzen Tierlisten. Deswegen fühlt euch nicht angegriffen oder so. Aber ich kann auf jeden Fall von den oberen, wie gesagt, besser einschätzen als bei den unteren jetzt. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten mal mit Goldaxt. Okay, soweit ich weiß, hat Goldaxt letztens mit Oculus geteamt. Und die waren ja im, ich sag mal, Finale gegen Mnerdik. Und Oculus, oder Goldaxt, hat auch sehr gut gespielt mit dem im Team. Deswegen würde ich ihn erstmal auf A setzen. Weil es jetzt ein Anfang ist. Also wie, jeder Anfang ist schwer, deswegen, es kann sich aber immer ändern. Aber ich würde ihm ein stabiles A bis jetzt geben. Also Gaming Basilisk habe ich nicht viel gesehen, aber ich kenne ihn. Ja, er ist schon ein recht decent Player. Deswegen würde ich ihn auf mittlerem B tun, ganz gechillt. Dann haben wir Bob Ross, aka Kinoff. Er ist auch gefühlt jedes Mal dabei. Aber Kinoff ist auch ein, ja doch, so ein Mitteltier. Ich glaube, so ein Mitteltier, Leute. Ja, dann haben wir Luca, Z Luca. Ja, der hat erst seit kurzem auch angefangen, hier das zu playen. Also, trotzdem aber glaube ich, dass Luca S-Tier zählt sogar. Ja, auf jeden Fall. Dann mal Fülx, der hat, soweit ich, oder auf jeden Fall das Skim kommt mir bekannt vor, und der hat, soweit ich weiß, mit Z-God Lennox oder so geteamt. Sieht man nicht hier vielleicht? Ja, hier. Die Godly Flame, genau. Ja, ich glaube, Fülx ist auch so ein stabiles A. Ja, die kommen auch immer recht weit, soweit ich weiß. So ausgetrunken. Spielt sogar auch immer in nicht offiziellen Zuros mit, das weiß ich, bei den Zuro-Trainings. Der macht hier immer diese 20-30er-Teams gefüllt. Aber ich glaube, der ist auch auf jeden Fall ganz decent Player. Dann haben wir Freemix. Freemix kenne ich, to be honest, nur so vom Namen her. Aber Freemix würde ich auch. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, komm, gib ihm ein stabiles A trotzdem, oder? Loro. Loro ist auch, ja, ich glaube sogar nicht immer dabei. Aber ich glaube, Loro ist auf jeden Fall ein sehr gutes A. Der weiß auf jeden Fall auch, wie man spielt. Und ja, Loro ist schon, er ist schon stabil auf jeden Fall. So, Erfor haben wir. Erfor hat die ersten Male, wo das wirklich so begonnen hat, richtig gut gespielt. Doch Erfor, doch, lass mal Erfor auch auf Top-Tier setzen, weil er hatte früher auch so richtig gute Plays hingezogen. Und ja, auf jeden Fall GG. So, dann haben wir Jomaro. Ich weiß, er heißt Jomaro. Ich nenne ihn mal Jomaro, weil es irgendwie besser klingt. Jomaro hat auch nur ein paar Mal, glaube ich, gespielt. Also er ist nicht so lange dabei. Also, er ist halt nicht jedes Mal dabei. Aber ich glaube, Jomaro, schwierig. Ich würde ihn auch auf ein B setzen. Ja, ganz geschilltes B, ja. So, Jopare. Jopare ist auch stabiles B. Ich weiß, kann ich jetzt nicht so vom Namen jetzt sagen, aber. Ja, oder ein A. Ja, komm, lass ihn auf A. Doch, auf A. So, Grafikgreifer. Teamt ja immer mit Tadix, ne? Die haben auch ein paar Mal gewonnen. Deswegen würde ich die auf jeden Fall auf A Minimum packen. Ein gutes A. Und ja, beide, die wissen, wie es geht. So, Rhombus Larve. Ist auch so ein bekannter Name, ich sag mal, in diesem Solo-Training da. Rhombus Larve würde ich auch auf einen nicen A packen. Ja, den sieht man halt auch öfters mal, auf jeden Fall. So, Uwe Nick spielt auch öfters mal diese ganzen 10er, 20er Teams.
Von denen habe ich jetzt nur wenig gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, war entweder unlucky oder halt kritisch. Das kommt auf B. Ey, ich fühle mich so dumm, weil ich kann von manchen auch nicht so genau sagen. Aber ich mache es nur wegen Merrick. So. Okay, Birdie. Ich würde Birdie, also das ist ja nicht der echte MC Birdie, sondern so ein Faker. Ich würde Birdie auf... ich kann mich noch da erinnern, wo ich, ich glaube, Manetic mich verfolgt hat, Birdie war so daneben, ich bin so durchgezogen und Birdie ist dann gestorben, das war auf jeden Fall lustig. Aber ich glaube, Birdie ist... Doch, auch auf B würde ich ihn setzen, auf B, ja. So, jetzt kommen wir zu Samuel Fagio. Ich habe von ihm nur vom letzten Suru jetzt mitbekommen, weil er Manetics Teammate ist. Und ich glaube Samuel ist zwar da in Nita gestorben, wegen den Crossbows wurde er zugespammt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob er S oder A ist, deswegen packe ich ihn mal sicherheitshalber. Obwohl doch, komm, S auf Ehre, let's go. Machen wir Waifu Karma. So, Waifu Karma ist für mich der beste Suru Training Player, weil der performt halt immer gut, wenn er dabei ist. Deswegen würde ich ihn sogar hier ganz vorne ansetzen. Also ich werde jetzt hier die Leute hier spontan hinsetzen und dann die Äste nochmal so ranken, wie ich die quasi so sehe. So, dann haben wir Dark Lama. Dark Lama ist der Map-Bauer. Ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen, bin dann mal durchgezogen, weil ich alleine war. Aber ich weiß nicht, wie Dark Lama ist. Es ist jetzt so Klischee, dass die Bauer, also die Map-Bauer, jetzt nicht so gut im PvP ist, aber bei Dark Lama weiß ich es actually nicht. Deswegen packe ich ihn mal auf ein sicheres B. Aber er könnte auch S oder überall sein. Wie gesagt, ich kenne ihn nur vom Namen her, habe ich ihn ein paar Mal gesehen, aber keine PvP-Leistung. Noch habe ich nichts von ihm gesehen. Auf jeden Fall kommen wir zu JJ Crash. Und seine Aktion fand ich richtig stark bei dem letzten Solo-Training. Aber ich habe auch nur die letzte gesehen. Aber trotzdem hat er richtig stark gespielt bei der letzten. Und ich würde ihn auf ein stabiles A packen. So, kommen wir zu Manetic. Timo ist auf jeden Fall auch ein S-Player. Er performt auch immer gut, wie gesagt, mit Samuel Fagio. Und die beiden sind auch richtig stark hier zusammen mit Waifu Karma. So, Zaylex habe ich lange nicht mehr gesehen, aber wo ich zum ersten Mal gespielt habe, ist er mir direkt quasi ins Auge geflogen, oder wie man das sagt. Ich würde Zaylex auch auf ein stabiles S tun. Weil den ersten Mal hat er auch sehr gut rasiert und auch ein paar Mal auch gewonnen, öfters mal. Aber jetzt die letzten Male habe ich ihn nicht so oft gesehen. Ich weiß nicht, ob er mitmacht oder ob er einfach früh verreckt ist. Aber auf jeden Fall ist er auch ein sehr starker Player. So, Gamers LP. Spielt auch gefühlt jedes Solo-Training mit. Er ist aber auf jeden Fall auch ganz gut. Aber für S reicht es nicht. Deswegen auf einen nicen A-Tier. Ich glaube, er spielt auch so diese ganzen Varus und ODV, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann haben wir Godly Flame. Wie schon gesagt, Godly Flame hat ja auch mit Phylx geteamt. Deswegen würde ich ihn auf einer selben Station wie ihn packen. Ganz gechilltes A. So. Dann haben wir Joseph Craft. Er spielt auch die ganze Zeit mit hier ausgetrunken und den ganzen Boys. Aber bei Joseph Craft weiß ich jetzt actually nichts. Ich habe ihn auch noch ein paar Mal gesehen. Ja. Komm, lass mal B. Dann haben wir It's Mate. Der war, soweit ich weiß, auch in Suru dabei. Pretty much sicher sogar. Mates auch ein stabiler, ja, ich würde sagen hier in the middle, B-Player. Genau. Dann mal Alex. Alex habe ich jetzt, muss ich sagen, nicht einmal in einem Suru-Training gesehen. Deswegen weiß ich gar nichts, ob er wirklich mal einmal mitgeplayt hat überhaupt, weil ich habe ihn wirklich nicht einmal gesehen. Aber von Suru kann ich sagen, kann ich nicht sagen. Ich habe, weiß nicht, er hat auf jeden Fall auch, ich habe ihn halt noch nie in Suru-Training gesehen, aber ich weiß halt, wer Alex ist. Deswegen mache ich mal auf ein sicheres B, weil
ich ihn halt noch in Zulu Training noch nicht gesehen habe. So, dann muss ich mich einranken, ich weiß nicht. Also bei mir ist halt immer so, ich kann manchmal gefühlt S sein mit den Pop-Off-Skills, manchmal kann ich auch das ganz letzte D sein, gefühlt. Bei mir ist immer so ein Zwischending, ich weiß nicht. Deswegen mache ich mich mal auch auf mittleres B, weil bei mir schwankt es, sage ich mal, immer von oben nach unten, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, jetzt kommen wir zu den Loren, wo ich am wenigsten weiß, sage ich mal. Ich habe im Discord gefragt, ob mir ein paar helfen können hier. Und da hat mir Knappe geholfen und sagt, dass Paulinator auf jeden Fall auf A Minimum gehört. Und da würde mich, dann würde ich mal auch ihn auf jeden Fall hier hinpacken. Auf A. Genau. Ja, jetzt sind die Bilder hier ein bisschen verswitcht, aber ich werde hier eh keine. Ich werde hier eh unten nichts platzieren. Weil mir fällt es immer so schwer, die Leute ganz unten zu platzieren. Und die Leute, die auch hier sind, sind auch mittleres B. Also es ist kein schlechteren als C und D. Und ja. So, Jesse. Falls es die Jesse ist, die bei Space Mod ist, dann kenne ich sie halt auch vom Namen her. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt strong ist, aber ich glaube, weil ich glaube, ich habe, also beim letzten Mal habe ich die auch auf jeden Fall weit gekommen gesehen. Und deswegen sage ich mal Jesse auf A. So. Und jetzt wäre das Video eigentlich nur raten ab hier. Und weiß nicht, also hier kann jeder S, hier kann ja auch jeder C, hier kann auch jeder A und B sein. Hier kann ich die leider nicht mehr dazuordnen. Ich glaube, es stimmt hier, okay, Paul Hertha. Aber bei Paul Hertha ist halt so ein Ding. Er ist ja immer so Spectator, ne? Ich glaube, er hat genauso wie Alex noch nie Surtain gespielt. Aber es kann sein, dass Alex ein paar Mal dabei war. Aber Paul Hertha war tatsächlich nur Spectator, soweit ich weiß. Er hat halt noch nie gespielt. Kann auch falsch sein, aber ich habe ihn auf jeden Fall auch noch nie in-game gesehen, sage ich mal. Aber er war halt auch im Solo dabei, also im echten Solo. Deswegen, ja, ich kann ihn nicht, ich mache einfach B, weil ich ihn nicht zuordnen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Leute. So, jetzt haben wir noch Madplex und Fellow, die sind noch die einzigen, die mir so noch etwas sagen. Ich glaube, Madplex ist auch relativ gut auf A. Und Fellow, weil ich, also, wenn die mir jetzt so im Gedächtnis geblieben sind, denke ich mal, dass sie auch weit kommen. Und den Rest kenne ich leider von Namen und von den Skins auch leider nicht. Deswegen würde ich das hier einfach mal beenden. Und ja, wie gesagt, es fehlen halt trotzdem Leute wie zum Beispiel Riax, Atap, Oculus zum Beispiel auch und Knaffel und die ganzen Leute, die auch dabei sind. Auf jeden Fall, das ist so meine Liste, sage ich mal. Menerik, jetzt hast du das. Ah stimmt, wir wollten ja oben noch filtern, genau. Also ich würde auf allererster Stelle würde ich Waifu-Karma setzen, auf jeden Fall. Und dann, Menerik kommt auf jeden Fall ein bisschen vor. Ich glaube auch vor Luca. Doch Salix würde ich auch vor Luca nochmal machen. Und bei Samuel Fegio weiß ich nicht, ich lasse ihn aber mal hier hinten. Und ja, ich glaube so würde ich es lassen. Waifu, Menerik, Salix, Luca, Erfor und Samuel. So, das war's mit der Liste. Ich hoffe, ich habe keinen verletzt. Und ich hoffe auch, ich habe es einigermaßen richtig eingerankt. Ich weiß, ich werde locker jetzt in den Kommentaren ein bisschen geflamed werden, aber das war schon, Leute. Auf jeden Fall, jetzt hast du die Liste mit Natic. Und dann würde ich sagen, Leute, war es mit der Tierlist. Danke fürs Zuschauen. Also Ryan und ciao.